Ja, zu guter Letzt geht es dann auch noch darum, wie wir einen Gegner präsentieren. Das ist nochmal in so ein paar Nuancen zumindest ein Unterschied zu Video präsentieren, weil wir Infos sehr filtern müssen. Nicht jeder Spieler braucht alles wissen. Da müssen wir in Details reingehen mit dem einen oder anderen Spieler, aber vielleicht braucht auch einer kaum Informationen und der kriegt nur eine Präsentation, die die ganze Mannschaft kriegt. Grundsätzlich haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, das immer wieder 2 Tage vor dem Spiel zu präsentieren. Umso näher wir Richtung Spieltag kommen, umso weniger Informationen. Wir haben gesagt, die Spieler sollen nicht verkopfen am Spieltag. Am Spieltag nochmal kurz in 2 Sätzen zusammenfassen und dann war's das. Achtet da wirklich auf die Zeitpunkte. Wir müssen die 6 Grundsätze trotzdem beachten. Die sind auch wichtig, wenn wir einen Gegner präsentieren. Wir müssen Daten oder wir können Daten super ergänzend nutzen. Wir im Amateurbereich haben natürlich seltenst viel Vorbereitungszeit. Ich möchte euch da nochmal so ein Bild mitgeben, wenn jetzt die U21-Nationalmannschaft oder die A-Nationalmannschaft sich auf den Gegner vorbereitet und ein bisschen Vorbereitungszeit hatten, wegen mir eine Woche, dann können die auch über Land und Leute mal einen Tag sprechen, sodass man wirklich ein Gefühl dafür bekommt, auf was trifft man da jetzt. Aber wir so in unserem täglichen Rhythmus mit nur 2 Trainingseinheiten, wir konzentrieren uns dann aufs Wesentliche. Wir nennen vielleicht den Schlüsselspieler, wir nennen die größte Bedrohung und wir sagen dann vielleicht grob noch, wo unsere eigenen Muster greifen können. Das reicht völlig an Informationen für die Spieler. Und wenn dann ein Spieler möchte, dann können wir natürlich auch nochmal auf ein Detail eingehen. Was wir für Daten an die Spieler weitergeben können und immer sollten, ist die Kadersituation. Also welcher Spieler ist vielleicht gar nicht mit dabei. Ich brauche mir ja keine Sorgen zu machen um den Kapitän des Gegners, wenn der gar nicht dabei ist, weil er gelb gesperrt ist oder verletzt ist. Wir können über Spielverläufe sprechen. Also wann sind die besonders stark? So, die machen immer die ersten 15 Minuten ein Tor. Mit solchen Infos natürlich auch aufpassen, weil was passiert, wenn man sowas im Vorhinein schon sagt? Meistens kassiert man dann selber auch ein Tor in den ersten 15 Minuten. Also überlegen, kann meine Mannschaft das verkraften, diese Info? Wie passieren die Tore? Bedeutet also, guckt, welche Spielphasen sind die besonders gefährlich? Die machen jedes Tor aus Umschaltmomenten. Ja, da müssen wir uns das einfallen lassen in unseren defensiven Umschaltmomenten. Da müssen wir unbedingt drauf eingehen und das ist dann auch wirklich von diesen Daten eigentlich vielleicht sogar das Wichtigste. Differenziert zwischen den Spielern, immer wieder individuelle Botschaften. Wenn der Rechtsaußen immer über den rechten Fuß vorbeigeht, dann ist das eine super Information, aber die braucht dann eben nur der Linksverteidiger und vielleicht noch der linke Mittelfeldspieler. Das braucht man rechter Flügel aber nicht wissen. Das ist dann wieder eine von 6, 7 Informationen, die er sich überhaupt nur behalten kann. Und dann habe ich eine mit so einem unnützen Zeug verschwendet. Und wenn es Richtung Spiel geht, spielen Emotionen natürlich wieder eine Rolle und damit schließt sich dann eigentlich unser großer Kreislauf. Emotionen spielen eine große Rolle, habt aber ein Gefühl dafür, wie ihr den Druck managt. Wenn es der letzte Spieltag der Saison ist und es geht um Leben und Tod, dann brauche ich da nicht noch rumschreien und noch zusätzlich Emotionen reinbringen, sondern dann sind da genug Emotionen dabei. Wenn ich auf der anderen Seite das Gefühl habe, dass wir als Tabellenführer mit 7 Punkten Vorsprung gegen den Tabellenletzten spielen und meine Spieler brauchen vielleicht nochmal einen Tritt in den Hintern, dann kann ich das natürlich auch in so eine Präsentation des Gegners mit einbauen. Ganz klar. Und vielleicht auch mal was erzählen, eine Geschichte erzählen wie David gegen Goliath oder davon berichten, dass der Gegner jetzt den Top-Torjäger aus irgendeiner anderen Dorfschaft eingekauft hat und darüber für mehr Gefahr sorgen könnte.